Nein, die sind nicht knuffig, nein. Aber da oben ist es ja noch höher. Wie hoch muss ich hoch? Oh nein, ich höre sie schon wieder. Nicht die oberste, das oberste Gebäude, das hat ja mehr, noch höher. Da drumherum. Aber wir haben es geschafft, du! Ab zum Umum. Jedenfalls ist, habt ihr hier oben auch noch Zivilisation. So ich das sehe. Schau, die Aussicht von hier aus ist es wunderschön. Ich erinnere mich jetzt, diese Stadt, sie sollte ein Schutzort sein. Ich sehe aus wie, sie sehen aus wie Sterne, aber es sind doch nur Lichter, die das hermetische Dach über der Stadt markieren. Die Menschen bauten diese Hülle, um sich von der Außenwelt zu schützen. Aber das hatte seinen Preis, niemand kann mehr nach draußen gehen. Die Außenwelt war eine Katastrophe, völlig verödet, unbewohnbar und gefährlich. Aber wenn du von dort kommst, muss das bedeuten, dass es dort wieder sicher ist. Und mein Versprechen war nicht nur in die Außenwelt zu gehen, sondern auch die Stadt zu öffnen. Ich verstehe immer noch nicht, warum manche Erinnerungen zurückkommen und andere nicht. Aber ich bin jetzt sicher, dass das meine Aufgabe ist. Ich muss die Stadt öffnen. Komm, lass uns zurückgehen und Momo finden. Jetzt, wo wir den Senderempfänger installiert haben, sollten wir in der Lage sein, Hilfe zu bekommen. Nice. Ist hier noch was? Wir sind hier, befestige den Sendeempfänger dieser Antenne. Haben wir schon gemacht? Hä? Okay. Okay, das ist schräg. Aber das ist ein bisschen schräg. Zack. Zack. Und da auch noch zack. Runter mit dem. Ich frage mich, für wen das gebaut wurde. Ich meine, kann nicht sein, dass das für mich gebaut wurde. Ist ja praktisch für mich, aber glaube nicht. Die Slums, Teil 2. Momo? Schau mal, ein Zettel. Lastenzug. Ja, aber ein Kessel nur. Kleiner Außenwettler, wenn du das liest, heißt das, dass du noch am Lesen bist. Ausgezeichnet. Ich habe ein paar Gerätschaften in die Bar gebracht, um ihre Antenne dort zu nutzen. Komm her, ich warte schon auf dich. Ich habe das Fenster verriegelt, aber den Code, um es zu öffnen, ist ganz einfach. Er lautet... So. Chat, könntet ihr das bitte notieren? Auftauchen die große und Kleinschreibung. Wir sehen uns in der Bar. Du musst den Code für das Fenster neben dem Eingang sein. Los geht's. Ja, gut. Ich hoffe, dass ich das jetzt nicht eingeben muss. Ich hoffe wirklich, dass ich das nicht eingeben muss. Ja, B12 verwenden. Hier ist das Schloss für das Fenster. Der Code lautet... war das ein H? Ja, genau. Nee, hallo? Ups, ein Fehler. Okay, versuchen wir es noch einmal. Haben wir gesagt, oh, oder war das ein großes O?
Schauen wir mal. Es hat geklappt, sehr gut. Oh, wir sind Bauer und wartet auf uns. Das ist so witzig. Was war das noch da? Erde, die Erde ist der dritte Planet von der Sonne und hinsichtlich Masse und Durchmesser der fünftgrößte im Sonnensystem. Bis heute sind das einzige Himmelsobjekt, das einzige Himmelsobjekt, das bekanntlich Leben beherbergt. Laut radiometrischer Datierung ist die Erde 4,54 Milliarden Jahre alt. Sie hat einen einzigen natürlichen Satelliten, den Mond, der kurz danach entstanden ist. Wäre geil gewesen, wenn du selbst eingeben hättest müssen. Ja, super, da wäre super rausgekommen. Die Gravitationswechselwirkung mit dem Mond erzeugt die Gezeiten, stabilisiert die Drehachse der Erde und verringert allmählich ihre Drehgeschwindigkeit. Ja, ich habe gehört, wie die Erde schleudert den Mond eigentlich von sich weg. Chat. Das heißt, in ein paar Milliarden Jahren haben wir ein Problem. Aber da bin ich eh schon zu alt. Außer ich bin ein Roboter. Hey. Hey, kleines Fellknäuel. Komm her, ich habe es geschafft, ein Signal zu bekommen. Na dran mit dem Alter. Warum meinst du? Ich werde noch kurz, bevor wir da jetzt reingehen... Die Lieder. Ne, was habe ich da noch? Da müsste ich etwas kaufen, aber ich habe nur eines, oder? Zwei müsste ich haben. Ah, drei sogar. Ich habe eins. Kann ich das geben? Okay, nein. Ja, ich probiere das andere noch zu finden. Ich habe es noch nicht gefunden. Aber die Notenblätter könnten wir noch kurz, vielleicht gibt der uns noch irgendwas Nützliches. Das war doch hier links. Und irgendwie den Poncho muss ich auch noch irgendjemandem geben. Warum bin ich jetzt hier langsam? Es ist okay, du kannst gehen. Der Rechte sagt, dass es nicht die Zurks waren. Okay. Und hier bin ich ja gekommen, glaube ich, oder? Und du bist jetzt stehen geblieben. Der ist immer noch am Putzen. Was steht, verstand da? Ah. Haben wir. Also jetzt, wo ist dieser Typ? Der da. Hast du kalt? Nee, du hast nicht kalt. Ah, hier links unten war der Typ, ja genau. Ich glaube, wir bekommen irgendetwas über, wenn wir da... Ballade eines einsamen Roboters. Also wir werden das alles ihm geben, was wir können.
Ja, ich muss den spielen lassen komplett. Petit Vals. Ein Walzer. Ja. Immer locker, immer cool. Haben wir alle Notenblätter? Ich weiß gar nicht. Aber eins fehlt oder so. Nicht ganz sicher. Entweder alle oder eins fehlt. Geringfügig wichtige Informationen. Algorithmus verfasst. Okay. Das klingt wie Zelda. Ein bisschen hat das was von Zelda. Eins fehlt oder so. Bin nicht sicher. Ich glaube, eins sicher. Aber wer hat dann kalt? Wer von euch? Ah, oder hier, habt ihr kalt? Mal. Ihr seid ja eingepackt. Sehen aber nicht aus, als ob sie kalt hätten. Der Typ ist sicher auch nicht kalt. Leto ist irgendetwas am machen. Kein Plan. Vielleicht hat der kalt, weil er am Feuer ist. Ich
Nee. Nee, auch nicht. Der Typ hier drin, der kalt hat. Nee, das sieht auch nicht fröstelnd aus. Naja, komm. Mal sehen, ob ich das Ding zum Laufen kriege. Ich habe es fast geschafft. Hallo, hört mich jemand? Hallo? Ja, wir können dich hören. Wir sind aus den Slums. Wir suchen einen Weg nach draußen und... Warte mal. Bist du das, Zabaltasar? Boma, pssst! Ich fasse es nicht. Ich bin so froh, deine Stimme zu hören, Zabaltasar. Wo bist du? Geht es den anderen gut? Ja, pssst, wir sind in Sicherheit. Pssst, wir haben noch ein, wir haben einen Weg nach oben gefunden. Pssst. Hallo, hörst du mich noch? Du musst durch die Kanalisation gehen, um zu uns zu kommen. Pst, sehr gefährlich. Pst, Zurks überall. Kanalisation? Wie? Hallo? Da nochmal, wir haben das Signal verloren. Ich fasse es nicht, Balthasar ist am Leben und er und die anderen Außenwelten haben es geschafft, durch die Kanalisation nach oben zu gelangen. Die Kanalisation ist der gefährlichste Ort in den Slums. Aber wenn Balthasar es geschafft hat, muss es einen Weg geben. Oh, der ist aufgewacht, der Typ da. Seamus, an der Kanalisation kommst du nicht vorbei. Dort wimmelt es von Zurks. Sie werden eine schnelle Mahlzeit aus dir machen, besonders aus dir, Kleines. Viele haben in der Vergangenheit ihr Glück versucht. Das geht nicht gut aus. Wie auch immer, ich habe dich gewarnt. Deine Angelegenheiten gehen mich nichts an. Bis später, Nitro. Samus. Sein Vater Doc war früher ein großer Wissenschaftler, arbeitete an einer neuen Waffe zur Bekämpfung der Zurks. Vor ein paar Jahren ging er weg, um das Gerät zu testen und kam nie wieder. Samus war seitdem nie mehr derselbe. Hör nicht auf Samus. Er hat nur Angst, so wie ich es hatte. Wenn Doc eine Waffe gebaut hat, ist das unsere Tür zur Außenwelt. In seinem Notizbuch erwähnte Doc ein paar Mal ein geheimes Labor. Das muss der Ort sein, an dem er daran gearbeitet hat. Vielleicht gibt es ein WNIS in der Wohnung von Samus. Komm schon, folge mir. Okay. So ein tolles Spiel. Immer noch wütend. Und der ist jetzt wieder dran da vorne. Jetzt hat er etwas anderes in den Händen. Oder nicht? Komm schon, Samus, mach die Tür auf. Du weißt, dass dein Vater uns hätte helfen wollen. Nun, das war zu erwarten. Diese Situation ist ziemlich hart für Samus. Er will nichts mehr von der Außenwelt hören. Mir will er nicht helfen, aber du. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich nehme Docs Notizbuch und zeige es Samus. Notizbuch von Doc. Er enthält eine Menge Informationen,
die hoffentlich wie ein Stromschlag wirken werden. Bin das Geheimlabor, kein kleiner Außenwettler. Ich gehe zurück in die Bar, um zu versuchen, die Kommunikation mit den anderen wiederherzustellen. Hallo Momo? Hallo Samus? Okay. Was machst du denn hier drin? Ich habe es doch dir gesagt. Durch die Kanalisation zu entkommen ist reines Selbstmord. Lass mich in Ruhe. Was ist das? Warte, ist das von meinem Papa? Oh wow, das wusste ich gar nicht. Es gibt ein geheimes Zimmer hier in unserer Wohnung. Aber wo? Ich sehe es von hier. Ich sehe es von hier? Dein Ernst? Okay. Hier. Die Zeit wird's zeigen. Okay, wir suchen eine Uhr mit einer Zeit. Und das ist der Code. Okay. 2511. 2511. Okay. Easy. Habe ich das nicht toll gemacht? Oh, er hat den Zurück gefangen. Danke. Beobachtung, hören sich niedlich an, aber nie freundlich. Sind aber nie freundlich. Alte Bakterien aus Zeiten der Menschen fressen alle möglichen Materialien. Können in die Dunkelheit bestens sehen. Reagieren auf grelles Licht. Sind hässlich. Ich habe diesen Raum noch nie gesehen. Ich kann nicht glauben, dass er es geschafft hat, ihn die ganze Zeit von mir zu verstecken. Du bist nicht die hellste Leuchte. Entschuldigung. Diese Baupläne müssen für seine Zurgwaffe sein. Papa war immer so geheimnisvoll mit seiner Arbeit. Er sagte mir, dass die Waffe in einer Theorie funktionierte, aber einen Praxistest brauchte. Er ging nach draußen in die Slums und kam nie wieder. Aktuelle Roboterschlagzeilen. Zug sind offiziell außer Kontrolle. Sie fressen jetzt Metall. Hast du hier Interessantes gefunden? Ja. Ich weiß nicht, ob ich da... Der Fluxor-Bauplan. Konzept lichtgeschützte, gestützte Handfeuerwaffe, geringe Priorität, Außengröße, Dezibelausstoß, hohe Priorität, unten realen Bedingungen testen, Zielvernichtung von 20 Zurgs pro Sekunde. Muss ich ihm etwas geben? Muss ich mir das geben? Vielleicht hier oben. Das mal runterschmeißen. Ja, kaputt. Irgendetwas steht da. Kaputter Peilsender nehmen. So. Kannst du bitte hier rüberkommen? Warte, das Ding kenne ich. Das ist sein Peilsender. Papa hat diesen Peilsender immer benutzt, um zu sehen, wo ich bin. Vielleicht können wir ihn umpolen, um herauszufinden, wo er hingegangen ist.
Ich kann nicht glauben, dass mein Papa noch am Leben sein könnte. Ich habe ihn so sehr vermisst. Du brauchst eine Waffe für den Zug, richtig? Mein Papa hat definitiv eine mitgenommen. Wir müssen nur den Peilsender reparieren, damit wir ihn finden können. Jemand in den Slums kann uns sicher helfen. Komm mit mir, ich öffne die Tür. Also bitte, diese Tür. Du bist wirklich nicht wie dein Vater. Jetzt? Du musst den Peilsender reparieren. Du bist echt pfiffig. Vielleicht kannst du den Slums jemanden finden, die hilft. Okay. Tschüss. Und dann muss ich zurückkommen, vermutlich. Okay. Haben wir irgendwie jemanden, den wir kennen, der... So. Das ist immer noch schräg, was hier drinnen ist. Das Geräusch. Ich weiß immer noch nicht, was da drin ist, wirklich. Habt ihr kalt, eventuell? Oh! Vielleicht du? Nein. Du? Nein. Oh, Elliot, Programmierung, bitte warten. Okay. Das könnte es sein. Hey, Elliot. Moin. Mit Nestor sprechen. Kann ich einfach jetzt gerade nicht. Elliot ist ein Hypochonder. Davon gibt es nicht mehr viele. Das haben uns unsere Vorfahren vererbt. Wenn du willst, dass wieder an diese Arbeit geht, bringe mir das Beste zum Anziehen. Das wird ihn aufmuntern. Anziehen hat. Ja, wir haben ein Poncho. Wir haben ein Poncho. Wo ist der Elliot? Wir schauen kurz hier noch überall rum. Ich glaube, wir sind nah. Wir sind nah, nah. Na, 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 na. Wir wurden dazu programmiert, Sklaven zu sein. Haben doch seit irgendetwas Tagen eine Seele. Hoffen finden die Außenwärtler eines Tages den Ausgang aus dieser Hölle. Momo. Schon wieder diese... Ich kenne das Bild. Irgendwie sagt mir das Bild etwas mit dieser Palme. Ist du kalt? Ja, okay. Wir haben endlich den gefunden, der kalt hat. Elliot! Mann! Bildschirmschoner, meinst du? Ja, kann ich dir helfen? Yeah, Poncho. Oh, wo hast du denn das? Denn du den gefunden? Das ist fantastisch. Lass ihn mich anprobieren. Halleluja. Danke für den Poncho. Bitte komm zu mir, wenn du etwas zu reparieren hast. Auch das haben wir. Woo! Oh wow, das ist ein toller Preilsender. Ich kenne dieses Modell. Es ist ein Toshima BR 2000. Mit diesem kleinen Gerät kannst du jeden lokalisieren. Darf ich? Lass mich mal sehen. Ich muss nur noch ein Update machen. Und noch eine Sache. Voila. Na bitte, Kleines, viel Glück bei der Suche nach der Person, die du suchst. Nice, das ging jetzt ruckzuck. Kann ich hier auch noch öffnen? Mm-mm. Smile Slicer, Dankeschön.
Schau noch kurz hier um, ob wir irgendwie irgendetwas finden. Okay. Wären wir hier auch so reingekommen hier? Bin jetzt wieder draußen. War ich da schon drin? Hm. Ja, nicht sicher. Jetzt muss ich zum anderen Typen gehen, zu Seamus, und dann kann ich zu Momo zurück. Hast du es geschafft, den Perlsender zu reparieren? Du hast es geschafft. Du hast ihn repariert. Gut gemacht. Gib ihn her. Hey, wir machen richtig Progress heute. Wir haben einen Ping. Ist Papa wirklich am Leben? Ich kann es einfach nicht glauben. Lass uns dem Peilsender folgen. Vielleicht finden wir raus, wo mein Papa ist. Können wir nicht Momo mitnehmen, dass ich dann nicht wieder zu Momo zurück muss? Das muss es sein. Er hat die Slums wirklich verlassen. Es ist gefährlich da draußen, aber ich muss mir sicher sein. Ich muss es wissen. Auf geht's. Okay. Gehen wir in die Kanalisation. Und du kommst mit? Ich wette, du wirst jetzt dann gleich gegessen. Sieh dir all diese Zurgeier an. Sie werden uns auffressen. Ich schaff das nicht. Ich bin nicht so schnell wie du. Die Zurgs werden mich ganz sicher erwischen. Hier nimm dieses Abzeichen. Mein Papa wird es erkennen. Er wird wissen, dass du mein Freund bist. Hm. Ich werde dir die Tür öffnen. Okay. See you soon. Wow. Chat, das ist... Ich weiß nicht, bei euch im Stream kommt das natürlich nicht ganz qualitativ gleich an, aber es ist mega. Es ist fantastisch, das alles hier zu sehen. Thank you.
Sieh mal, wie gewaltig diese Mauer ist. Ich erinnere mich, dass sie ein Symbol für die Trennung zwischen den Slums und dem Stadtzentrum war. Das freut mich. Das und die Tatsache, dass sie ihren Müll immer wieder hier runtergeschmissen haben. Kann man sowas nur tun? Vielleicht ist das der Grund, warum es sie gescheitert. Oh mein Gott. Jetzt bin ich... Chat, ich muss kurz einen Kaffee holen. Mein Freund hat da noch nicht geschrieben, also ist mein Patenmännchen immer noch versorgt. Das heißt, ich würde kurz mir einen Kaffee machen gehen und bin in wenigen Minuten wieder zurück. Bis gleich. Wir haben da Pause. Da. Ciao, ciao. Genau. So, weiter hier. Ja, gibt sicher eine Schlusseffekt in ein paar Jahren. Sackkasse. In ein paar Jahren werde ich mit dann sicher auf die Flucht. Oh nee. Wird es dann klar sein, warum das so sein musste? Okay. Nein, ihr bekommt mich mit euren glitschigen Dingern nicht in die Finger! Ah! Ih, hässlich, hässlich, hässlich! Oh mein Gott! Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ah, da war ich mit dem unten. Ah. Oh, verflucht. Ah. Na, 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 na. Oh nee, jetzt ist da hässlich. Ah, okay, da. So coole Mechanismen. Das Spiel ist jetzt nicht ultra schwer, aber ich finde es cool gemacht. Oh mein Gott! Oh. Das ist so cool gemacht. Also okay, das war ein echt heftiger Sturz. Doch, sollte in der Nähe sein. Weit ist es nicht mehr. Geil, oh. Oh nein. Aua. Aua. Oh, es hat mich doch ein bisschen mehr kaputt gemacht, als ich gedacht habe. Aua, 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 aua. Ah. Okay, wieder alles gut. Meine Selbstreparaturen, Reparaturskills sind unglaublich gut.